Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und ich bin immer noch bei G und zocke deswegen The Guardian Legend am NES. Ich bin gespannt. Ich kenne das Spiel wie so oft nicht, hab's noch nie gezockt und sehe es sozusagen mit euch zum ersten Mal. Ja, schauen wir, Copyright 1988 ist schon ein Weilchen her also. Scheint ganz recht bekannt zu sein, gab es auch einen Vorgänger, was ich so gelesen habe. Und es gibt ein Passwortsystem, das muss man sogar auf das Cover schreiben, wenn es ein Passwortsystem ist, damit es auch alle wissen. Okay, war damals halt so, Passwortsysteme sind cool. Okay, wow, okay, das fühlt sich ja ziemlich gut an. Wow, ich bin von der Geschwindigkeit gerade ordentlich geflasht hier. Oh, wow, es ist echt schnell. Es ist echt schnell. Kann ich das einsammeln da? Nein. Ich dachte, das kann man vielleicht einsammeln. Okay, ich wusste es nicht. Ich dachte, das kann man vielleicht einsammeln. Oh Mann, ist das schnell hier. Fühlt sich eigentlich ziemlich gut an. Game over in 5 Sekunden oder so. Naja, in der ersten Minute halt. Okay, gleich nochmal. Ich smash hier mal die Button ordentlich durch. Ich schieße auf einer Stelle und versuche ihm auszuweichen, ist jetzt mal meine neue Strategie. Was ist, wenn ich auf Start drücke? Nix. Aber ich kann mir ruhig mal die Anzeige anschauen. Aha, Leben. Interessant. Warte jetzt. Feier ist. Dadurch, dass der Hintergrund so schnell vorbeizieht. Stress das einen. Abartig. Man darf nicht in diese glitzernden Dinge da reinfahren. Okay, jetzt geht die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Na bitte. Kann ich das zerstören? Schaut nicht so aus. Ne, das ist unzerstörbar, das Ding. Uah. Boah, ist das hart. Boah, ist das Bock hart, das Leben. Das erste Level, Leute, das ist ja unfassbar. Richtig hart, richtig hart. Grafik ist aber eigentlich verdammt gut, also das nicht. Finde ich schon ziemlich ansprechend, die Grafik. Aber der Schwierigkeitsgrad ist ja affig. Affig. Und warum gibt es keine Power-Ups, die ich einsammeln kann eigentlich? Oder habe ich die noch übersehen? Ich gebe es zu, ich habe hier meinen Controller auf Dauerfeuer gestellt. Ich habe keinen Bock hier den Button so durchzusmashen die ganze Zeit. Außerdem hört man sonst kaum, was ich sage. Wenn ich sie nur smashen, Button. Ah. Ich hab da was zum Einsammeln gewesen, oder hat zumindest so ausgesehen. Ah, irgendwas habe ich eingesammelt, okay. Es gibt Sachen zum Einsammeln. Kurz auf Pause drücken, richtig. Shot, nur noch 0. Aha. Was ist denn das hier? Da ist ein Plan von dem Level irgendwie. Interessant. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Okay, okay. Wie geht's jetzt weiter? Ein paar Leben habe ich noch. Warte, wir müssen noch ein Boss an.
Scheint auch so zu sein. Okay, ich habe nur die Strategie, nur ausweichen. Einfach draufheizen und ausweichen. Mal schauen, ob das aufgeht. Ah, die schießen echt verdammt viel. Kann ich das einsammeln da oben? Ich hoffe. Ah, ein Herzchen. Herzl brauche ich. Komm, Endboss geschafft oder was? Naja, bitte. Na bitte. Ah, ich will schon ein bisschen Story jetzt. Aha. Jetzt kann ich hier rumgehen. Ah, jetzt kann ich mal aussuchen, welche Richtung ich hier oder was? Nach links? Jetzt geht's nach links weiter. Aha. Der kommt jetzt um noch komplett ein anderes Game mehr oder weniger. Krass. Ich dachte, das war's jetzt. Das ist einfach nur so ein Shoot und das war's jetzt, aber weit gefehlt. Und was ist da, wenn ich in dieses Loch, zu diesem Loch hingehe? Beamst du mich dann schon wieder irgendwo hin? Ja. Okay. Krasses Game. Ich muss schon sagen. Doch nicht so blatt wie gedacht. Irgendwie Chips habe ich jetzt bekommen. Wofür auch immer, ja. Keine Ahnung. Weiter gehen wir mal weiter da. Wollen wir alles platt machen hier? Alles platt machen ist immer eine gute Strategie, oder? Alles platt machen! So. Das auch. Alles, was sich bewegt, einfach abschießen. Okay, da haben wir alles platt gemacht. Gibt es da irgendwas? Da ist ein Loch, da kann ich wieder reinschauen. Interessant, dass das so gemacht worden ist, finde ich. Dass man da in der Schrift so umgehen kann. Die Gegner alle respawnen, das nervt natürlich ein bisschen. Die habe ich ja schon alle besiegt eigentlich. Ich habe so das Gefühl, ich sollte da oben noch mal rein, in das Oberreiter da reingehen. Könntet ihr einfach da weggehen, ihr komischen Dingsister? Okay, dann bleibt halt dort, wo ihr seid, sollen wir auch recht sein. Ah, wie gesagt, das hat ja schon verdächtig ausgesehen. Wo gehe ich da jetzt hin? Aha, da komme ich woanders raus, ja. Sehr gut. Warum sterben die nicht alle? Warum richtet mein Schuss so wenig Schaden an? Okay, da ist einiges an Energie verloren. So, da. Bringt das jetzt, wenn ich das noch als Blatt mache, kriege ich noch vielleicht irgendwas anderes? Schaut nichts aus. Aber kann ich auf die Landkarte schon nicht mich da? Na, es ist schon fein gemacht. Also, echt innovativ. Also, puh. Es ist wirklich grottenschwer, aber... Also, es macht schon auch Spaß, diese Welt hier zu erkunden. Könnt ihr schon fast sagen, Open World? Nein, wir wollen nicht übertreiben. Da kann sie. Sehr gut, jetzt sterben schon die ersten. Ich bleib einfach da stehen und schieße schön brav. Bis sie alle sterben jetzt. So. Ist aufgegangen die Strategie. Ist eigentlich nach links. Dass die Gegner auch nicht alle instant erscheinen, sondern so nach und nach finde ich interessant gemacht.
sogar. Nach links, ich muss hier nach links. Aha. Ist da jetzt noch irgendwas da? Was machen da alles mal? Will ich nicht glauben, dass da nichts ist, ne? Ist noch irgendwo was? Hätte noch gerne irgendwann extra. Kein extra für mich. Ich schau mal kurz auf die. 10 Minuten sind schon vorbei, aber das gönne ich mir noch ein bisschen länger. Das ist. Corridor 01. Was gibt's denn da hier zu tun? Muss ich hier so ein Rätsel lösen oder so? Da oben geht's weiter. Da ist ein seltsames Zeichen. Okay, das geht nicht, weil da ist ein Mond drauf. Okay. Teleporter mit Mond kann ich wohl noch nicht betreten. Warum auch immer. Gut. Sei es so. Mal da runter. Ah. Die halten ganz schnell was aus, beziehungsweise mein Schuss ist einfach so schlecht. Sehr gut. Was gibt's da Schönes zum Holen? Wer bist du denn für einer? Aha. Weiß man nicht, drücken wir mal Start. No use, use. 100 Schuss. Ah, Spezialschuss habe ich jetzt. Setzen wir gleich ein. Ich brauche jetzt eigentlich nicht unbedingt den Spezialschuss, muss ich sagen. Aber auch das ist eigentlich cool, dass man hier die Arten des Schießens einfach so ändern kann. Aha, jetzt habe ich immer diesen Schuss, obwohl ich eigentlich schon das auf nicht No Use gegeben habe. Aha, verstehe ich nicht. Egal. Nicht drüber nachdenken, höchstens eine Richtigkeit zu haben. Platt machen hier alles. Was ist das? Ah, da. Herzchen, sehr gut. Herzchen sind gut. Herzchen sind gut. Was ist da drinnen? Okay, wo gehe ich jetzt rein? Das ist natürlich das bessere Versteckte, wenn ich mal da reingehe. Vielleicht gibt es da irgendwo ein Leckerli. Kein Leckerli. So. Wo bin ich da jetzt wieder? Ah, jetzt bin ich schon wieder da. Da habe ich doch angefangen. Okay, dann gehe ich mal nach rechts. Was ist denn das für ein Zeug hier? Keine Ahnung, es schaut ein bisschen stärker als das andere Zeug aus. Und anscheinend kann man es nicht töten. Okay. Kann man nicht töten. Da ist ein N wie Nintendo. Okay. Oder ist es ein für geh nach Norden? Mal, was da los ist. Was sieht man? Es macht mir Spaß, das zu erkunden, das Zeug hier. Da ist wieder so ein Spezial-Beamsy-Dingsy. Da muss ich zuerst was bekommen. Okay. Ein Spezial-Beamsy-Dingsy. Eine tolle Wortwahl heute. Exklusiv nur für Abonnenten. So, ja, wenn ihr das Spiel bis hierher mit mir verfolgt habt, haut mir mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Ich glaube, dass das sehr bekannt ist und ich Banause noch nicht kenne. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das recht bekannt ist. Wenn dem so ist, bitte. Ah, da kann ich auch noch nicht. Okay. Game over. Interessant ist, dass erst nach dieser Schusssequenz am Anfang so seine Tiefe entwickelt, das Game. Zum Glück habe ich das geschafft und habe nicht aufgegeben. Sonst wäre mir das echt entgangen. Puh, das wäre eigentlich bitter gewesen, weil The Guardian Legend ist ein gutes Spiel, kann man spielen. Auf jeden Fall ist irgendwie einzigartig, wenn man auf sowas steht. Ich persönlich stehe nicht so drauf, aber
Ich erkenne natürlich sofort, dass das ein richtig guter Titel ist. Es gibt Sachen zum Einsammeln. Es gibt Sachen für Punkte. Es gibt Sachen für besseren Schuss. Du musst irgendwelches Zeug einsammeln, dass du dich woanders hinbimmen kannst. Also Zeug ohne Ende. Es gibt verschiedene Sequenzen. Laufsequenzen, super schnelle Schießsequenzen. Wahnsinn eigentlich. Absolute Zockempfehlung. Auch wenn ich auf dieses Spiel persönlich nicht so stehe, absolute Zockempfehlung hier. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch da unten. Bitte einmal abonnieren. Ich bräuchte noch einen Abonnenten mehr. Nicht zwei. Zwei wäre nicht gut, aber einer mehr wäre super. Und da drüben könnt ihr natürlich schauen, was ich schon alles gezockt habe. Das war nämlich eine ganze Menge. Ciao, Leute.